Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich war schon ganz fleißig am Bauen und am Setzen von neuen Palmen und ja, merke gerade, dass die Sachen despawnen. Das ist total doof und das ging jetzt richtig schnell. Jetzt muss ich mich noch ein paar aufsammeln, damit ich noch ein paar setzen darf. Und ja, freue mich, dann ist der Dschungel eigentlich jetzt so weit, so groß, dass wir beginnen können. Aber ich muss mich ganz doll beeilen, denn tatsächlich despawnen die scheiß Pflanzen super schnell. Oh nein, die sind hier schon wieder alle weg. Oh Gott. Ja, oh. Okay, das war ein Fail. Ein paar habe ich noch gesammelt gehabt und ein paar stehen hier auch noch. Und ja, ihr seht, ich habe schon wieder zwei Stacks voll. Dann hauen wir die nochmal um. Lass das Holz von mir aus despawnen, ist egal, und legen los. Auf dem Server bin ich gar nicht alleine. Unterwegs sind sie in 1,2 Kilometer einmal NTXXX und der Voodoo-Panz. Die sind auch da. Dann sammle ich die mal direkt ein. Der Server sollte neu gestartet werden. So. Das mache ich gleich nach der Aufnahme. Er läuft ja noch. Kein Problem. So, dann bauen wir die Bäume jetzt hier weg. Ich denke, also ich habe mir heute den Dschungel angeguckt. Der ist sehr dicht und sehr schön. Dass wir dann eigentlich schon mit den nächsten Schritten beginnen können. Ich mache noch ein paar Bäume mehr weg. Und dann so langsam mal mit der geilen Luke beginnen, ne? Und den Zahlen. Und irgendeiner von euch muss immer Execute drücken. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Es sind auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe da hinten die ganze Reihe jetzt ja schon abgebaut gehabt. Und habe die schon gesetzt. Es sind Setzlinge gewesen. Wow, so viele. Wir hätten noch 5 Folgen Setzlinge farmen können machen, aber... Ich dachte mir, mach das mal neben der Aufnahme und starte dann, wenn du so gut wie fertig bist. Und ja, ich glaube, das war auch eine ganz gute Idee. Das machen wir viel zu viele Folgen, nur Palmenwald bauen. Aber, wie gesagt, der ist jetzt sehr groß geworden. Hinten sitzen noch ein paar Setzlinge, die wollen noch wachsen. Das geht da unten dann auch in so eine Senke rein. Das wird schon sehr geil aussehen, wenn es fertig ist. Das habe ich aber so lange gerade gebaut, dass die Dinger da... despawned sind. Das war natürlich Fail. Aber passiert. Da habe ich ein paar Setzlinge verloren, aber wie gesagt, mehr brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Die, die jetzt noch dazukommen, sind ja fast schon Luxus, ne, für den Dschungel. Vielleicht auch nur als Füller, wenn da noch irgendwo eine fehlt. So. Wäre schön, wenn die Sonne mal wieder rauskommen würde. Die ist aber wieder für 80 Stunden untergegangen. Aber ihr kennt ja hier Wising World, ne? Oh, Ente. XXX war nur kurz da. Hat auch nicht Hallo geantwortet. Ich war sehr traurig. Machen wir jetzt mal kaputt hier. Sind echt nicht mehr viele. Wir müssen die ganze Stümpfe noch vom Strand wegboxen hier. Das wird auch noch ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber es hat sich dann gelohnt. Der Dschungel wird fantastisch aussehen. Letzter. The last of Palme. Gut, schön. Dann sammeln wir die Setzlinge jetzt mal ein. Das Holz lassen wir despawnen. Das geht ja wirklich schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Noch nie beobachtet. Wie gesagt, ist mir gerade alles von der Nase verschwunden. Und ich so, scheiße, jetzt muss ich die Aufnahme starten. Sonst sieht das irgendwie komisch aus. Gut. Aber wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Stacks Palmen ich noch gekriegt habe. Boah, super geil. So. Und dann wird das ein richtig geiler Dschungel. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. So. Aber ich brauche das nicht tausendmal erwähnen. Das werdet ihr ja selber sehen. Oh, das reimt sich sogar, ne? Das waren alle? Ja, was heißt alle? Ne? Guck ich das mal an, was das für ein Batzen ist, ey. Gut, aber ich brauche die Kettensäge trotzdem noch. Verdammt. Denn das hier will ja auch alles abgearbeitet werden. Oh. Gut, dann rennen wir da durch. Oh, kannst du auch gut halten. Man läuft aber davor, sich den weg. Ja, relativ anstrengende Arbeit, aber das kriegen wir hin. Boah. Ja, das ist so langweilige Parts, ne? Aber was soll man machen? Das gehört einfach dazu. Okay, wir laufen so im Kreis, dann wird der immer kleiner. Im Quadrat. Zap, zap, zap. Hier unten anfangen. Dann fängt er schon unten an zu sägen.
So. Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Holz machen soll. Was wir bis jetzt schon haben in den Kisten. So, ich weiß nicht, ob ihr den Hund bellen hört draußen. Die Beefy. So. Aber besser ist der Nachbarhund. Der lässt den um 5 Uhr nachts raus, den Husky. Und der sitzt im Garten. Ab 5 Uhr morgens. Und das interessiert die Nachbarn einen Scheiß. Ob das jemanden stört, ob jemand im Bett vielleicht liegt und gerade nochmal schlafen will. Nö, das ist den Nachbarn ziemlich egal. Denn der Husky will ja draußen sitzen und jaulen. So gut, Angst haben wir hier, aber mir kann egal. Sag mal, bau dir nochmal eine Hundehütte. Das werde ich Ihnen heute sagen, den Nachbarn. Dann kann der Hund vielleicht da reingehen. Und dann jault er vielleicht nicht nachts. Das ist schon seit Jahren so. So, ja, wird kleiner. Oh. Zu schnell. Ein Neustart. Mache ich gleich, wie gesagt, nach der Folge. Ich habe doch eigentlich Neustartzeiten eingestellt gehabt. Die Sonne mal wieder raus? Natürlich nicht. Da ist der dicke, dicke, fette, fette, fette Dschungel. Aber man sieht ihn leider natürlich jetzt in Dunkelheit nicht so gut. So. Nice, nice. Da habe ich gestern überlegt, so ein viereckiges Flugzeug bauen, voll blöd. Nein, wir können doch auch mit dem Holz so richtig schön versuchen, ein Flugzeug zu animieren, ne? Darzustellen irgendwie. Wird schon irgendwie klappen. Schön. Wirf doch. Nur eine Reihe gleich. Wie gesagt, das Holz, das ploppt einfach davon. Obwohl es fast wieder zu schade ist. Aber wir haben so viel Holz. Und ich weiß gar nicht, wofür ich so viel Holz brauche. Ne? Vielleicht ärgern mich am Ende. Da despawnt schon. Oder ist es einfach zu viel? Ah, was für ein Massaker, ey. Oh, der Dschungel. Was für ein Massaker. Mal die Kettensäge weg. Wie gesagt, das ist er. The Jungle. Na, guck mal, hier können wir zum Beispiel nochmal eine setzen. Die wächst in der Zeit. Irgendwann. Irgendwann ist sie groß. Einfach noch mehr Palmen rein. Da wo noch ein bisschen Platz ist. Obwohl, das war eigentlich schon ein schöner Dschungel. Aber nicht, dass man da nicht mehr durchlaufen kann. Das sind die neuen Setzlinge. Ihr seht, ich habe sau viele gehabt. Viele bekommen. Setz noch mal ein bisschen hier mit an. Alter Schwede. Sind das viele Setzlinge. Und hau die neuen noch mit dazu. Eigentlich wollte ich sogar nicht mehr haben. Ey. Das waren schon so viele. Weil ihr seht ja, dass hier so ein Berg nach unten geht. Da werden die Palmen wahrscheinlich noch nicht mal gesehen werden von da hinten. Aber das wird geil durch diese... Manchmal kann ich einfach nicht rückwärts laufen. Bleib irgendwo hängen. Wird das einfach nur geil aussehen, weil man einfach dann die grünen Kappen ganz durch den Dschungel sehen kann vielleicht. Deswegen finde ich die hier in der Senke noch ganz angenehm. So. Boah, sind das viele Palmen. Schade, dass man die... Man müsste sie zählen können. Aber das kannst du, glaube ich, nicht. Ne? Außer du brauchst einen Blueprint oder so. Keine Ahnung. So, gut. Dann habe ich mir überlegt, es muss ja noch natürlich eine... Ja, man, ich nenne es einfach mal Levelgrenze geben. Da habe ich ja gesagt, dass man da so Steine setzen kann. Rein technisch könnten wir ja auch eine Mauer bauen da drumrum, ne? Eine riesige, gigantische Mauer. Machen dieses Dharma-Zeichen da dran, damit das alles so halbwegs einen Sinn ergibt. Oder irgendwie, ich weiß doch nicht. Es ist halt schwierig, weil man läuft ja sonst aus dem Dschungel einfach raus und dann hat sich das erledigt. Das ist ja irgendwie langweilig, ne? So, gut, Kirsche. Mit mir ist heute gut Kirschen essen. Guck mal, der Mond, der haut ab. Das heißt, dass die Sonne gleich endlich wiederkommt. Und vielleicht wachsen in dieser Folge die ersten Palmchen. Und werden zu süßen Teenie-Palmen. So. Ich würde schon gerne das Endprodukt-Dschungel sehen, aber das werden wir auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Und der wird dann verfeinert mit ganz viel Krimskrams drin, ne? So aus Lost. Ja, ich will die Serie sehr gerne nochmal schauen. Es sind natürlich auch sehr viele Folgen. Natürlich bin ich auch froh bei jedem Tipp, den ich noch bekomme, was man da so im Dschungel reinsetzen kann. Es gibt ja noch ein Flugzeug, was im Baum hing. Es gibt, ach, was alles noch gibt, ne? Diese komischen, koksgefüllten Jesus- oder Maria-Statuen da.
Also so viele Easter Eggs, wie es geht, will ich einbauen. Ah, da kommt das Sonnenlicht. Wunderschön. Ich klopfe jetzt einfach hier Palmen hin. Ich darf natürlich nicht undicht werden. Muss immer dicht bleiben, der Dschungel. Ne? So. Na, hier sind wir ganz gut aufgestellt, ne? Und dann kommt der Bunker. Der Bunky, Bunky, Bunker. Da freue ich mich am meisten drauf. Und da muss ich mir echt angucken, wie der aussah. Ich habe den echt noch grob in Erinnerung aus der Serie, aber das reicht nicht als Bauvorlage. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das echt aus dem Kopf noch hinkriege. Also man ging halt etwas tiefer runter. Da war der Desmond ja am Anfang drin. Was ist das hier? Oh. Eine Erdbeere. Der Server sollte neu gestartet werden. So. Das sind noch zu viele, ey. Das ist so unfassbar viel Palme gewesen. Ich habe gar nicht mal aufgehört zu setzen. So, schön. Aber das ist genau das, was ich wollte. Wie weit wir weg sind vom Dschungel schon. Das wird ja alles noch mehr. Super Trooper. Ist nochmal eine Möhre. Immersion. So, jetzt habe ich noch 14. Müsste jetzt hier reichen für das Eckchen noch. Das ist natürlich sehr wenig. Ich bin nicht gut aufgepasst. Naja, wir haben jetzt ja 95 Millionen Stück. Da können wir die ein oder andere wieder fällen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wunderschön. Ein gigantisches Feld von Pelmchen. Und das ist dann sozusagen die Map. Ne? Die werden wir noch umschließen. Wenn wir jetzt durch den Dschungel gucken. Ach, guck mal, alles despawned. Sieht das schon sehr, sehr, sehr dicht aus. Und ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn die tieferen Palmen die grünen Köpfe da hinten so zeigen. Wenn du wisst, was ich meine. Es wird natürlich ein bisschen dauern, bis sie jetzt wachsen. Wo die jetzt auch schon wirklich 20, 30 Minuten hier drin sind. Schwein! Und, ja. Stein habe ich ja eigentlich en masse. Aber das ist so ungefähr so weit weg wie der... Das ist alles nicht geladen. Da. Das ist übelst weit weg. Übelst weit. Und wenn ich mir den Stein selber hole, ist es schon auch sehr aufwendig, oder? Na, gucken wir mal. Wir haben jetzt ganz viel Holz. Das packen wir mal weg. Ey, so ein Berg selber bauen ist jetzt mal nicht ein Kinderspiel. Also das ist schon riesig, so ein Berg. Der jetzt um... Der so eine natürliche Levelgrenze gelten soll. So, Möhre essen. Du hast deine Karotte gegessen. Ist eigentlich ein Unterschied. Karotte, Möhre, Düne. Ist eigentlich dasselbe. So, laufen wir zu dem Berg da hinten. Ich würde am liebsten blueprinten und hier hinsetzen. Geht das eigentlich mit einem Berg? Das wäre natürlich interessant, ne? Ah, da brauche ich jetzt Gold und alles rum und dran. Das schaffe ich nie. Zum Berg blueprinten, das wäre natürlich mal was anderes, ne? Aber der müsste ja auch genau passen. Das ist ja natürlich... Der Trick an der Geschichte. So, da abbauen, wo es nicht stört. Oh, ich hatte Licht schon an. Ah ja, das muss mal neu gestartet werden, man merkt's. Ist ein bisschen überfordert mit 95 Billionen Palmen. Vor heute das Spiel. Aber oh, mein Zimmer ist doch ganz hell. Meine Schuhe sind gerade abgefallen. Okay, ist Ende. Jetzt selber gebauter Berg, aber das wird schon übertrieben, ne? Du brauchst ja wirklich Millionen von Steinen gefühlt. Oder einfach eine Mauer da drumherum ziehen mit den Dharma-Zeichen. Oh, aber das war eine Serie ja so nicht. Ich würde es gerne natürlich aussehen lassen.
Ressourcen. Boah, coole Flöts, ey. Heftiger Kühlflöts. Das ist nur ein Test, ne? Mal gucken, wie viele Steine wir so zusammenkriegen. In kurzester Zeit. Und dann schaue ich mal, ob ich die von zu Hause abhole, bevor die nächste Aufnahme kommt. Weil da haben wir noch tonnenweise. Muss ich das hier nicht die ganze Zeit machen. Wir haben jetzt... Ich will schon so 4, 5, 6 haben. Eigentlich kannst du tricksen. Kannst du einen Stein hinlegen und den immer wieder abbauen. Du kriegst immer wieder einen neuen. Rising World. Und viele Leute, die sich fragen, ob sie sich Rising World kaufen sollen, weil ja eine neue Version in Planung ist, kann ich nur sagen, kaufe ich das Spiel noch, weil die, die das jetzt gekauft haben, können das ja dann später auch wieder, also können das dann, glaube ich, so, sozusagen umwandeln in der neuen Version. Oder du spielst halt die alte weiter. Ja, so wird das sein. Und da braucht ihr eigentlich keine Angst haben. Es wird nicht Rising World 2 werden in dem Sinne. Denke ich mal. Ne? Ich würde es den Entwicklern tatsächlich gönnen, dass sie nochmal was daran verdienen. Also ich würde es mir auch kaufen. Aber da das ja hier dann eingestellt wurde sozusagen, wissen sie ja. Ne? Das wird ja hier nicht mehr gepatcht. So. Also dauert recht lange, ne? Komm, das sind erstmal genug Steine, bevor ich jetzt hier nur in so einen doofen Berg rumeier. So langweilig. Ich werde nur sehen, wie das ungefähr aussieht. Ne? Das ist ja das Schöne daran, was wir machen. Da oben ist Tageslicht. Oh Gott, ich komme nicht mehr raus. So, ich sehe eine Million Palmen. Boah, das sieht so krass aus. Man muss den Berg von innen ja nur sozusagen andeuten. Ne? Das ist ja der Trick. Wir sind ja hier nur am Tricksen. Der Trickster-Team. Es juckt mir die Nase. Okay. Boah. Geschrocken, ey. Der Stein. Das würde dann hier so beginnen. Ah ne, eigentlich müsste es am Strand beginnen. Ne? Ja, den müssen wir anders, weil am Berg am Strand ist ein bisschen komisch. Aber den kann man leider nicht ziehen. Muss ja echt manuell jeden einzelnen Block setzen. Erstmal nur so grob. Das ist viel Material auf jeden Fall. Von dem Level-Editor, den wir hier machen. So. Erstmal da, wo die Palmen noch aufhören. Das ist relativ machbar, ne? Muss ja jetzt keinen dicken, fetten, richtigen Berg bauen, weil da soll man ja nicht draufkommen. Im Sinne. Hier hört das, glaube ich, auf langsam. Müssen wir halt noch ein paar Palmen basteln. Das sieht halt wirklich sehr viel natürlicher aus, so, ne? Ich klopfe da einfach mal rein. Nein, nein, nicht da eben. Nein, nicht mehr so weit. So. Krumm und schief ist sie ganz cool. Bin ich ja zufrieden mit. Aber man verbraucht echt viel. Wie gesagt, das sieht da so ein bisschen natürlicher aus. Und dann ist unser Map-Abschnitt, wow. Mit einer natürlichen Levelgrenze versehen. Wo man nicht einfach so rüberhüpfen kann. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch nicht die Katastrophe. Was ist denn da? Setz den doch da hin. Mal gucken, was Steinflöten geht. Oh.
Dass wir jetzt wieder alles abbauen, wäre natürlich eine Höllenmaloche. Boah, wie das aussieht. So. Ihr seht jetzt, ich mach mal den Fliegemodus. Die Abgrenzung, es wird halt ein Berg da drum sein, der so aussieht wie ein Berg. Können wir noch ein bisschen Gras oben drauf setzen, damit das ein bisschen grasiger aussieht. Natürlich müssen wir auch die Löcher stopfen, aber wir kommen hier auch auf jeden Fall nicht hoch, ne? Also nicht richtig hoch. Kommt man hoch. Und das wird dann wie aussehen? So. Hier muss ich mir noch was überlegen. Tatsächlich, am Strand. Oh, ich find's gut. Ich find's gut. Das ist halt eine natürliche Grenze. Der dichte Dschungel. Und die brauchen aber auch, bis sie wachsen, ne? Ich würde so gerne mal so einen Zeitraffer machen, wie lange die dauern. So, und das ist schon eine relativ sehr große Map. Da lässt sich schon eine Menge kreieren. Glaub mal, wenn da die Palmen alle sind, sieht das schon ziemlich anders aus, würde ich sagen. Ach, ich würde so gerne mal so einen Zeitraffer einbauen. Aber das ist, da müsste ich das Video trennen, da müsste ich es rendern, zusammenschneiden. Das wird am Ende sowieso kacke aussehen. Der große Dschungel mit der Mauer. Wo man nicht rüberhüpfen kann. Wie gesagt, Steine zu Hause, die hole ich morgen einfach. Jetzt habe ich keine mehr, ne? Doch, da ist sogar das Deck. Stört mich hier. Ah, ist ein bisschen schief geworden. Aber ein Stack ist kein Stack hier, ey. Ich finde das super. Das ist glaube ich, genau das Richtige. Wenn wir da oben dann noch... Mal gucken, ob das... Ich habe jetzt eine Sense dabei, tatsächlich. Aber ich glaube, es geht mit der Kleinen gar nicht, ne? Graspflanzen abfahren. Doch. Nur mal testweise. Das geht wohl nur auf Erde, oder? Oh, da könnte man auch ein bisschen tricksen, ne? Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall... Eine schöne, natürliche Grenze vom Dschungel, wo wir hier alle Abenteuer reinbauen können, die uns so spontan einfallen. Auf, wachs doch mal ein Baum jetzt. Brauchen echte Stunde bestimmt, ne, bis die überhaupt nur ein Stücken größer werden. Die werden ja erst so Teenie-Bäumchen und dann werden sie erst große Bäumchen. Bäumchen. Und die habe ich zuerst gesetzt hier. Die Reihe nochmal. Ich habe mich noch ein bisschen weiter nach der Seite gearbeitet, weil ich gesehen habe, dass ich so viele Setzlinge habe. Boah, ist Licht hell. Also ganz flacher Strand wäre mir zu flach. Ein paar Hügelchen müssen da schon drin sein. Das ist ja eine glatte Ebene. Das ist. Das kriegen wir aber wieder hin. Und diese schattenwerfenden Riesenhügel, die nerven so ein bisschen. Dann kann ich auch rausholen, so. Ist halt so ein bisschen Pflege, so wie so Haare kämmen, ne? Der Strand gehört ja auch noch zu unserem krassen Map. Oh, ich glaube, da wachsen Palmen. Ich habe einmal so einen Zucken gesehen im Hintergrund. Aber es kann auch sein, dass da nur irgendwas gespawnt ist. Nö. Ich dachte, da wachsen Palmen. Hab mich schon gefreut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann wird die Mauer gezogen. Das Holz, Stein hole ich noch. Dann sind die Palmen auch ausgewachsen und der Dschungel ist dann sozusagen
Halb fertig, da kommen noch Kleinigkeiten rein. Da können wir langsam mit der Luke beginnen. Ich weiß doch gar nicht, wie ich die aussehen lassen will, weil die sieht in der Serie echt komisch aus. Es gibt die ja in einigen Spielen, da ist das ja einfach nur eine normale Luke. Ist halt ein bisschen tricky, die darzustellen, aber man kann sie ein bisschen anders aussehen lassen als in der Serie, weil in der Serie sieht sie echt seltsam aus. Was ist eigentlich mit euch? Sehnsucht oder sowas? Die läuft doch, warum ist sie immer hier? Sie Selbstmord machen? Tu es nicht. Du kannst Salzwasser nicht trinken. Wo? Tiere ertrinken unter Wasser? Ich wollte sich nur erfrischen. Ziege hat ein Bad genommen. Okay, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ach, ich würde so gerne sehen, wie der Wald wächst. Aber dicht ist er ja jetzt, ne? Wenn wir hier durchgucken. Wie gesagt, die grünen Kappen sehen wir dann da hinten noch. Ist das Ganze schon sehr geil geworden. Den Strand müssen wir noch ein bisschen hübsch kriegen. Alles so Kleinarbeit, ne? Ihr seht, das ist sehr, sehr dicht. Es nebelt aber auch gerade. Und wenn wir uns das nächste Mal einloggen, stehen wir mitten im Dschungel. Bis dann.